Willkommen im Linzer Stadion zu den ersten 45 Minuten von LASK gegen Rapid. 8000 Zuschauer, Stimmung gut. 2000 Hütteldorfer Anhänger waren heute Nachmittag ins Linzer Stadion gekommen. Zunächst 8 Minuten nichts los, dann diese Aktion. Mur trifft Jürgen Kautz in den ehemaligen Linzer genau ins Gesicht. Muss dann mit der Bahre abgeführt werden. Jürgen Kautz kann dann aber wieder weiterspielen. War ein bisschen Pech, war sicherlich keine Absicht von Bernhard Muhr dabei. René Wagner, der Goalgetter der Hütteldorfer, heute nicht mit dabei. Und der LASK macht sofort das Spiel. Und zwar über Brenner. Dann kommt Kiesnebner, der junge Mann im Mittelfeld mit einer starken Leistung. Und ein erster Warnschuss von Kiesnebner in Richtung Rapidstor. Bei den Linzern ist Jochum gesperrt. Ich sage, auf der anderen Seite fehlt René Wagner, auch Savicevic und Freund natürlich nicht dabei. Und weiter Angriff um Angriff der Linzer. Brenner wird da in die Zange genommen, und zwar von Radajcic und von Vettel. Aber richtige Entscheidung von Schiedsrichter Plautz. Kein Elfmeter, weiterhin 0:0 im Linzer Stadion. Aber ununterbrochen rollende Angriffe der Linzer. Rosiano, Saria, Friga! Der erwischt den Ball nicht richtig. Glück also in dieser Szene für die Hütteldorfer, die sehr defensiv eingestellt sind. Ernst Dochobil natürlich nicht zufrieden mit seiner Mannschaft, die praktisch bisher noch nicht ein einziges Mal richtig über die Mittellinie gekommen ist. Dann wieder Friga, zerreißt sich heute förmlich im Mittelfeld. Saria, gar nicht so schlecht, dieser Schuss in Richtung Ladi Meier, aber wieder kein Tor. Janosch Kondert, der Sportdirektor, ist ja Marinko Koljanin zur Seite mehr oder weniger gestellt worden, soll ein bisschen mitsprechen, auch bei der Aufstellung. Dann erstmals der Hütteldorfer, der lange Pass von Tobe, schlechte Kopfabwehr von Bar, da ist Taumann, Kautz, Pavlovic, Radovic und Tor! 0:1 in der 16. Minute. Jelko Radovic für die nächsten WM-Qualifikationsspiele von Otto Baric nur auf Abruf einberufen. Michi Hatz übrigens heute wieder dabei bei den Hütteldorfern. Er ist der einzige im aktuellen Teamkader. Dieser Radovic macht das 1:0. Kautz hat da ein bisschen Glück bei diesem Pressball mit Pavlovic, und Radovic hat keine Mühe, mit dem ersten echten Rapid-Angriff seine Mannschaft in Führung zu bringen. Und noch einmal das 5. Saisontor von Jelko Radovic. Aber der LASK macht weiterhin das Spiel unverändert. Die Situationen, Brenner mit dem Kopf knapp am Tor nach diesem Leimer Eckball vorbei. Rapid weiter, außer dem 0:1, ohne Torschuss. Viele Bälle werden im Mittelfeld verloren. Feiersinger heute mit einer starken Leistung. Guter Pass auf Saria und auch er verzieht. Also ich glaube, die Linzer, die brauchen schon mindestens 10 Torchancen, um einen Treffer zu erzielen. Rapid weiter in Führung. Dann Freistoß, Brenner, kurz abgewehrt. Einige Turbulenzen im Strafraum, Hütteldorfer und Grassler an die Querlatte, die obere Kante der Querlatte. Also der LASK, der Vorletzte in der Tabelle gegen den Tabellenführer, hat wirklich viel Pech. Das auch noch einmal diese Szene. Obere Kante der Querlatte, Rapid weiter in Führung. Dann ist Ladi Meier mit der Entscheidung des Schiedsrichters nicht einverstanden. Sieht gelb in der Schlussphase der ersten Spielhälfte und auch die letzte Chance. Die haben die Linzer. Es gibt einfach keine Rapid-Möglichkeiten in diesem Spiel. Leimer im Strafraum, immer noch Leimer, und auch er verzieht. Rapid führt zur Pause im Linzer Stadion mit 1:0. Zurück zu Christian Nehiba ins Hauptstadion. Ganz genau, Christian, dieses Tor der Rapidler wollen wir uns aus der ersten Spielhälfte noch einmal ansehen. Zunächst Kautz im Duell mit Pavlovic, und hat Radovic keine Schwierigkeiten, seine Mannschaft mit 1:0 in die Führung zu bringen. Das war in der 16. Minute. Der LASK mit einem halben Dutzend Chancen, Rapid mit einem einzigen gefährlichen Angriff, und der hat zum Tor geführt. Pausenstand also 1:0 für Rapid. An der Charakteristik des Spieles ändert sich aber auch nach Seitenwechsel nichts. Der LASK drückend überlegen, Brenner und Ladi Meier, der beste Hütteldorfer, immer Tor der Rapidler. Der LASK drückt, drängt, bringt Pichhorner für Feiersinger zur Pause, während wir hier diesen Schuss von Brenner noch einmal sehen. Der Regen hat dann eingesetzt in der zweiten Spielhälfte. Ernst Dokubil gar nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. Dann wieder Saria, macht ein gutes Spiel im Mittelfeld. Pichhorner für Feiersinger, wie gesagt, gekommen, und Meier mit einer Glanzparade. Aber Rapid nach wie vor mit 1:0 in Führung. Mit dem Innenriss geschossen hier von Jürgen Pichhorner. Dann endlich versucht Vettel einmal ins Spiel zu kommen, versucht Zingler einzusetzen. Da gibt es ein böses Foul von Zingler.
hatte schon gelb in der 62. Minute. Was macht Schiedsrichter Plautz? Gelb und die rote dazu. Gelb-rot also für Thomas Zinkler in der 62. Minute. Ab diesem Zeitpunkt also Rapid nur mehr mit 9 Feldspielern. Das ist der Übeltäter. Dann weiter die Linzer. Und zwar wieder über Saria. Machen viel Druck. Rapid jetzt numerisch auch geschwächt. Da ist Jack Siedibar, Tor! Ausgleich, höchst verdient. Jack Siedibar, der Senegalese in der 65. Minute. Endlich hat es geklappt. Freude auch bei Trainer Koljanin. Die gute, platzierte Flanke. Und da ist Jack Siedibar, springt am höchsten und stellt auf 1:1. Alles wieder offen, alles wieder drinnen in diesem Schlager im Linzer Stadion. Tor also für die Linzer. Sein erstes übrigens in der laufenden Saison. Dann Moore macht ein starkes Spiel als Libero. Geht immer wieder mit in den Angriff. Der eingewechselte Lichtenwagner ist das. Andi Querlatte. Nachschuss Tor. 77. Minute. Ewald Brenner. Die zweite Sturmspitze neben Frigard bringt den Last erstmals in diesem Match in Führung. In der 77. Minute übrigens sein zweites Saisontor. Und da kann auch wieder Ladi Meier nichts dafür. Zunächst noch glänzend reagiert an die Querlatte und den Abstauber dann Ewald Brenner zum 2:1. Die Hütteldorfer werfen dann alles nach vor. Auch Meier geht oft mit in den Angriff. Und die letzte, die allerletzte Chance, die hat Taumel. Gute Möglichkeit, aber da wirft sich Moore in den Schuss. Die Sensation ist perfekt. Wir sehen die Szene noch einmal. Der LASK schlägt Rapid mit 2:1. Rapid erleidet die zweite Meisterschaftsniederlage. An der Stelle konnte die Niederlage Rapids nicht ausnützen. Aber Sturms Rückstand ist zumindest auf 8 Punkte geschrumpft, ist jetzt an 7. Stelle. Noch ein Blick auf die Torschützenliste. Der Ordnung halber, hier hat jetzt Meierleb gleichgezogen mit dem Trio Acker, Gündüz, Gillewitz und Michael Wagner. 4 Spiele halten jetzt bei 7 Toren und sind ex